seien der Punkt A mit Koordinate 0, 2, 4, der Punkt B mit Koordinate 2, 0, minus 2 und der Punkt C mit Koordinate 1, minus 1, 3 in einem orthonormierten Bezugssystem des Raumes. Klein a, bestimme die Gleichung der mittelsenkrechten Ebene von der Strecke AB. Klein b, bestimme die Koordinate der orthogonalen Projektion vom Punkt C auf die Gerade AB. Klein c, bestimme den Kosinus des Winkels ABC und klein d, bestimme den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. Beginnen wir mit klein a. Angegeben sind die Punkte A und B anhand ihrer Koordinaten. Wir nennen μ die mittelsenkrechte Ebene von dieser Strecke AB. Was wir suchen, ist die Gleichung dieser Ebene μ. Da μ eine Ebene ist, wissen wir, dass ihre kartesische Gleichung immer in diese Form geschrieben werden kann. Ax plus by plus cz plus d gleich 0. Und was wir suchen, sind diese vier Zahlen a, b, c und d. Beginnen wir mit einem Normalvektor zur Ebene μ. Da μ die mittelsenkrechte Ebene dieser Strecke AB ist, wissen wir, dass der Vektor AB normal zur Ebene μ sein muss. Die Koordinate vom Vektor AB erhalten wir durch die Formel von Schal, indem wir die Koordinate von B minus die Koordinate von A berechnen. Also 2 minus 0, das macht 2. 0 minus 2, das macht minus 2. Und minus 2 minus 4, das macht minus 6. Da Abszisse, Ordinate und Lot gerade Zahlen sind, können wir als Normalvektor zur Ebene μ auch die Hälfte von diesem Vektor nehmen. Wir nehmen also den Vektor v mit Koordinate 1, minus 1, minus 3 als Normalvektor zur Ebene μ. Daraus können wir schließen, dass diese kartesische Gleichung umgeschrieben werden kann in 1 mal x minus 1 mal y minus 3 mal z plus d gleich 0. Wir brauchen also nur noch die Zahl d zu bestimmen. Dann nutzen wir die Tatsache, dass der Punkt m Mitte von der Strecke AB zur Ebene μ gehört. Wir suchen zuerst die Koordinate von m. Da m die Mitte der Strecke AB ist, ist die Koordinate von m die Summe der zwei Koordinaten von a und b geteilt durch 2. Also 0 plus 2 geteilt durch 2, das macht 1. 2 plus 0 geteilt durch 2, das macht auch 1. Und 4 plus minus 2 geteilt durch 2, das macht auch 1. Und da der Punkt m Element der Ebene μ ist, muss die Koordinate von m die kartesische Gleichung von μ erfüllen. Daraus schließen wir, dass 1 minus 1 minus 3 mal 1 plus d 0 sein muss,
Und dadurch wissen wir, dass d gleich 3 ist. Also haben wir die kartesische Gleichung von μ gefunden. Wir nehmen diese Gleichung, in der wir d durch 3 ersetzen. Da ist sie, diese kartesische Gleichung, die gefragt wurde. In klein b werden die Punkte a, b und c anhand ihrer Koordinaten angegeben, nennen wir c' die orthogonale Projektion von c auf dieser Geraden ab und bezeichnen wir die Koordinate von c' mit m, n und p. Es sind diese drei Zahlen m, n und p, die wir suchen. Daher ein rechter Winkel ist, wissen wir, dass der Vektor cc' orthogonal zum Vektor ab ist. Und demzufolge ist das Skalarprodukt dieser zwei Vektoren cc' und ab gleich 0. Wir erhalten die Koordinate von cc' durch die Koordinate von c' minus die Koordinate von c. Also m minus 1, m minus 1, n minus minus 1, also n plus 1, p minus 3, p minus 3. Wir erhalten die Koordinate von AB durch die Koordinate von B minus die Koordinate von A. Also 2 minus 2 minus 6. Dieses Skalarprodukt muss 0 sein. Und da das Bezugssystem orthonormiert ist, können wir dieses Skalarprodukt berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Und so erhalten wir diese Gleichung. Die führt dann sofort zu dieser vereinfachten Gleichung m minus n minus 3p plus 7 gleich 0. Somit haben wir eine Gleichung, die die drei Unbekannten m, n und p enthält. Wir brauchen noch zwei solche Gleichungen. Diese werden wir herausfinden, indem wir ausdrücken, dass der Punkt c' zur Geraden ab gehört. Also suchen wir zuerst kartesische Gleichungen dieser Geraden AB. Da wir die Koordinaten von A und B kennen, schreiben wir als Gleichungen x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen schreiben wir die Koordinate von einem Punkt der Geraden AB. Ich habe den Punkt A gewählt mit Koordinate 0, 2, 4. Als Nenner schreiben wir die Koordinate von einem Richtungsvektor der Geraden AB. Ich habe die Hälfte des Vektors AB genommen, die als Koordinate 1, minus 1, minus 3 hat. Indem wir die zwei ersten Brüche gleichstellen, erhalten wir sofort die Gleichung x plus y minus 2 gleich 0. Indem wir den ersten Bruch gleich zum dritten stellen, erhalten wir diese zweite kartesische Gleichung der Geraden AB, 3x plus z minus 4 gleich 0. Da der Punkt C'
zur Geraden AB gehört, muss die Koordinate MNP von C' diese zwei Gleichungen erfüllen. Daraus schließen wir also, dass M plus N minus 2 0 ergibt und dass 3M plus P minus 4 ebenfalls 0 ergibt. Aus dieser ersten Gleichung schließen wir, dass N gleich ist zu 2 minus M und aus der zweiten Gleichung schließen wir, dass P gleich ist zu 4 minus 3M. Die Koordinate MNP vom Punkt C' muss also diese zwei Gleichungen erfüllen, sowie auch diese. Aus diesem Gleichungssystem schließen wir Folgendes. In der ersten Gleichung können wir N durch 2 minus M ersetzen und P durch 4 minus 3M ersetzen und somit führt das zu dieser Gleichung, die nur noch als Unbekannte die Abszisse M enthält. Und durch diese Gleichung finden wir sehr schnell, dass M gleich 7 Elftel ist. Wenn M 7 Elftel ist, dann muss N 2 minus 7 Elftel sein, also 15 Elftel. Und wenn M 7 Elftel ist, dann muss P gleich sein zu 4 minus 3 mal 7 Elftel, also 23 Elftel. Und somit haben wir die Koordinate von C' gefunden. Die Abszisse ist 7 Elftel, die Ordinate ist 15 Elftel und das Lot ist 23 Elftel. In klein c suchen wir den Cosinus von diesem Winkel ABC und wir kennen die Koordinaten von A, B und C. Wir wissen, dass dieser Cosinus berechnet werden kann durch das Skalarprodukt von den zwei Vektoren BA und BC geteilt durch das Produkt der Normen dieser beiden Vektoren BA und BC. Wir brauchen die Koordinaten dieser zwei Vektoren. Die Koordinate vom Vektor BA finden wir durch Koordinate von A minus Koordinate von B. Also 0 minus 2, das macht minus 2. 2 minus 0 macht 2 und 4 minus minus 2 macht 6. Die Koordinate von BC erhalten wir durch die Koordinate von C minus die Koordinate von B. Also 1 minus 2, das macht minus 1. Minus 1 minus 0, das macht minus 1. Und 3 minus minus 2, das macht 5. Da das Bezugssystem orthonormiert ist, können wir das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Also so. Minus 2 mal minus 1, das macht 2, plus 2 mal minus 1, also minus 2, plus 6 mal 5, also 30. Das Skalarprodukt vom Vektor BA mit dem Vektor BC beträgt also 30. Nochmal. Da das Bezugssystem orthonormiert ist, können wir die Norm des Vektors BA berechnen durch
die Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat. Und so finden wir als Norm des Vektors BA zweimal die Quadratwurzel von L. Die Norm des Vektors BC wird ebenfalls so berechnet, Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat, also 1, plus Ordinate im Quadrat, also plus 1, plus Lot im Quadrat, also plus 25. Und diese Quadratwurzel ist gleich zur Quadratwurzel von 27, also 3 mal die Quadratwurzel von 3. Und durch diese Formel ergibt der Kosinus des Winkels ABC, also diese 30 geteilt durch 2 Wurzel 11 geteilt durch 3 Wurzel 3. 30 geteilt durch 6, das macht 5, also steht hier 5 geteilt durch die Quadratwurzel von 33. Wir multiplizieren Zähler und Nenner mit der Quadratwurzel von 33 und somit erhalten wir als gefragten Kosinus 5 mal die Quadratwurzel von 33 geteilt durch 33. Kommen wir zu klein d. Der Flächeninhalt von dem Dreieck ABC, das ist die Hälfte von dem Flächeninhalt von diesem Parallelogramm ABCD. Wir wissen, dass man den Flächeninhalt von diesem Parallelogramm berechnen kann als Norm des Vektorprodukts der Vektoren BA und BC. Wir kennen die Koordinate von BA sowie auch die von BC. Da das Bezugssystem orthonormiert ist, kann man die Koordinate von diesem Vektorprodukt Vektor BA vektoriell Vektor BC berechnen durch 2 mal 5 minus minus 1 mal 6, also 10 plus 6, das macht 16. Die Ordinate ergibt sich durch 6 mal minus 1 minus 5 mal minus 2, also minus 6 plus 10, das macht 4. Und das Lot erhält man durch minus 2 mal minus 1 minus minus 1 mal 2, also 2 plus 2, das ist auch 4. Da das Bezugssystem orthonormiert ist, erhalten wir die Norm von diesem Vektor durch Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat. Hier können wir 16 ausklammern. Die 16 kommt aus der Wurzel raus und wird dort zur 4. Dann bleibt unter der Quadratwurzel noch 18. Und das ist 9 mal 2. Die 9 darf ebenfalls aus der Wurzel raus und wird dann dort zur 3. Also ist die Norm von diesem Vektorprodukt gleich 12 mal Quadratwurzel von 2. Und somit ist der Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC die Hälfte von 12 Wurzel 2, also 6 Wurzel 2.